So, hallo, willkommen zum nächsten Minecraft-LP. Ja, wir wollten, glaube ich, letztens mal weitermachen mit einem Overclocker-Setup, dass wir die Overclocker automatisch auto-craften können. auf alle Fälle automatisch craften können oder auto-craften können, wie auch immer. Ich überlege gerade, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr viel. Es ist ja eigentlich nur gut am Interface. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das nicht schon hingebaut habe. Gut, klar, das kann sich miteinander verbinden. So. Und dann brauchen wir eigentlich nur einen Eimer. Oder? Brauchen wir einen Eimer? Brauchen wir einen Eimer? Doch, 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 wir brauchen einen Eimer, ja klar. Ah ja, da war noch was. Man kann diese Dinge hier doch auf Move Single Items slash Craft. Genau, das ist. Danke an denjenigen, der mir die Funktion verraten hat. Das ist die beste Funktion im ganzen Game. Nee, im Ernst, das ist echt sehr, 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 sehr nice. Also, wenn man zum Beispiel einfach Items nachcraften lassen müsste, wie zum Beispiel hier, müsst ihr erstmal Enderperlen craften, damit die dann reingelegt werden und so. Und dann gibt es die Funktion Move Single Item slash Craft. Ich habe den Most zwar öfter mal benutzt, aber halt für andere Zwecke. Und, ja, aber ich wusste echt nicht, dass das geht und das ist echt eine sehr coole Erkenntnis, sag ich mal. Und damit ist eigentlich mittlerweile sogar das nächste Problem gelöst, was ich mir dachte, so beim E-System, hat doch einen Nachteil und so, aber scheint wohl nicht so. Okay, Crafting-Rezept haben wir. Jetzt brauchen wir erstmal Buckets. Zwei Buckets. Einen müssen wir auch noch von Hand auffüllen. Total oldschool. So. Okay. Aus einem leeren Bucket wird ein voller Bucket. Mit einem Crafting-Rezept. So. Klingt zwar jetzt irgendwie echt total stumpf und so, aber das ist leider die Wahrheit. Ich habe gerade keine Ahnung, ich habe gerade noch 23 FPS. 20. What? What the fuck? Okay, ich habe eigentlich in Minecraft ohne Aufnahme 52 bis 300 FPS, aber das gleiche natürlich alles so. Naja, wie auch immer. Wie ist ja alles aufruckelt irgendwie, oder? Irgendwas gerade super strange. Ja, es geht langsam wieder. Okay. Das heißt, wir können im Prinzip schon wieder weglegen. Überlegen, überlegen, überlegen. Overclocker, muss man ganz kurz nachschauen. Overclocker. Das können wir ich glaube, wir können eigentlich schon alles craften, oder? Gut, also wir müssen jetzt nochmal die Overclocker genau jetzt nochmal hier eingeben, einstellen, wie auch immer. Haben wir, oder haben wir schon das Ding Overclocker Noten und Bucket mit Wasser natürlich. Zack, kommt in die Mitte und außenrum Zinn. Zack, zack, zack. Fertig. Ganz easy. Aber ich muss mal irgendwas runterstellen. Ich habe keine Ahnung, ich habe da in Minecraft teilweise so eigenartige Bugs mit Aufnahmen und alles, also das ist. Warte mal, ich glaube, ich sollte langsam wieder bei Minecraft, oder generell meine Minecraft mit Charmer, swipen. Ah, okay, jetzt habe ich. Ja, ist klar, ne? 10 FPS, okay. Ach ja, gut, AMD Shader, das ist natürlich bei Nvidia ein bisschen. Nur ganz kurz mal was durchprobieren hier. Okay, das scheint echt, dass ich noch ein bisschen irgendwas ist, so ein bisschen fällt hier noch so ein bisschen. Aber egal. Okay, jetzt gehen wir FPS trotzdem wieder. So Circuits, Electronic Circuits, brauchen wir glaube ich einen. Copper Cable können wir hoffentlich, genau, können wir autocraften. So. Was machen wir noch? Kulanzels. So. Okay, dann kommt das hier rein. So und so. 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 So, Encode. Passt. Fertig. Okay. Ja, jetzt kann ich ganz mal weglegen. Ja, genau. Overclocker wollte ich jetzt eigentlich rauslassen. Und craften wir uns einfach mal 5 Overclocker, sagen wir mal so. Schauen wir gleich mal dazu, ob das alles so seine Arbeit macht und so.
Aha, ich sehe den Fall. Ich weiß keinen Fall. Importbus, das Ganze muss auch wieder irgendwo rausgehen. Scheiße. Warte mal ganz kurz eben. Boah, seit ein paar Tagen irgendwie ist bei uns so ein Lärm die ganze Zeit da draußen, weil die irgendwie irgendwelche Leitungen, Wasserleitungen so verlegen. Also, boah, ist mega nervig. Heute Morgen auch schon so. War noch so am Pennen und auf einmal boom, 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 boom. Das ist nervig. Okay. Was ist das Richtige hier? Das ist wahrscheinlich, oder? Na klar. Oh. Oh. Okay. Sonst sollte das Ganze langsam funktionieren. Over. Okay. What? Lol. Muss ich gerade bitte die ganze Auferglocke hören? Sind noch 5 in Auftrag? Sind noch 2 in Auftrag? Ah, ich will dann abbrechen. Come on. Okay, jetzt haben wir genug Auferglocke für die nächsten 10 Jahre oder so. Ah, ich habe schon wieder eine Zahl vergessen. Scheiße. Alter, was ist denn hier bitte gerade los? Ich lege 5 Overclock auf 2 Overclock und es kommen 5 raus. What the fuck? Gehen wir ganz kurz mal raus. Multiplayer, so rein. Come on, end of stream. 5 Overclock. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist ein super Strand auf alle Fälle. Da kommen 5 rein und Kompressor, was braucht man eher? Ja, Kompressor, würde ich mal sagen. So, schon wieder das richtige OP-Allergie hier wieder am Dingsen. Ganze Jahr über. So, 10.000, der hat 90.000, okay. Ich denke mal, damit sollte sich ja einigermaßen arbeiten lassen. Also gehe ich mal davon aus. Ja, Reaktion OP. Und jetzt werden wir uns mal ein Ding craften. Ein ME. Wie heißt denn das Ding? ME Wireless Access Terminal. Schaut nach ziemlich Spaß aus, das Ding zu craften. Definitiv. Wo ist es denn jetzt da? Glas, Iron Ingot. Brauchen wir sind 3 Glas. Dann brauchen wir einiges in Iron. 1, 2, 3, 4. Na gut, einiges. Und ein E-Cable. Okay, gut. Soweit haben wir alles am Ende. Okay. So. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Ach ne, ja, fehlt. Es fehlt gar nichts. Alles super. Okay, Wireless Receiver. Quarzfarbe haben wir sogar noch. Eins übrig. Enderperle. Haben wir hier was? Und nochmal 3 Iron. Okay. Nur wie war es nochmal angewandt? Ach, scheiße. So, okay. Was? Okay. Logics. Okay, jetzt brauchen wir einen ME-Controller. Legen wir es da oben rein.
und kommt unten raus. Ahahaha, Wireless Access Terminal. Wireless Access Point, okay. Das heißt 7 Eisen. Noch ein, hätte man gleich zwei craften können. Und noch mal eine Enderperle. Okay. Wir brauchen unbedingt wieder Minimum Stone so zum Craften, weil es ist mega nervig, wenn man irgendwie ganz immer zu irgendeinem komischen Crafting-Tablet laufen muss. Das ist nicht so mein Ding. So, war nochmal Glas. Ich habe jetzt echt überhaupt kein Zeitgefühl gerade, weil, ja, ohne Uhren so ist gerade echt ziemlich blöd. Aber egal. Satt. Hätten wir nur 3 gebraucht. Okay, gut, dann. Also. Und ich baue das Ganze einfach mal nebenhin. Also es bietet sich generell mal an, das Ganze Mitte, in die Mitte des Raums zu bauen und so, deswegen, naja, wie auch immer. Ja, okay, also man brauchte dann diese, es reicht eigentlich fürs erste sogar mal das, das Signal Reichweite, aber es gibt diese Wireless Booster, genau, ach lol, die sind ja billig. Die sind ja billig, ich dachte mir, die wären mal übelst teuer und so. Ja, Fail. Okay, schau bloß aus, als müssten wir erstmal eine kleine Farmrunde anlegen fürs nächste. Was ist doch nicht die Fackel? Ach man, wie dieses Ganze hier noch. Ach, die ganzen Portale gehen ja noch gar nicht. Shit. Okay. Dann würde ich erstmal so sagen, fürs erste lassen wir das Ganze. Oh mein Gott, diese Feldtreppen hier. Oh, come on. Fürs erste lassen wir das Ganze mal. Wir machen als nächstes erstmal die Mistcraft der Menschen nochmal neu. Nein, ohne Cheaten, wir machen das ganz legitim und so. Und so weiter, gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.